Hallo, hallo, hallo! Heute ist der 13. Teil dieser Serie und auch der Abschluss, damit kommen wir zum Ende. Schauen wir weiter, wo wird das Wort im Griechischen nach wie vor verwendet? Für Fürbitte, damit wir auch Basis im Neuen Testament haben, für die Fürbitte, wie wir sie auch wirklich tun sollen. Hebräer Kapitel 7, Vers 25. Hebräer 7, Vers 25 ist der nächste Bibelvers. Daher kann er auch diejenigen vollkommen retten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Das Wort wiederum müsste eigentlich übersetzt werden so, um für sie Fürbitte zu tun. Das ist das griechische Wort vom Urtext her. Schau, die Bibel spricht dir, dass Jesus Christus derjenige ist, der lebt, um für uns ständig Fürbitte zu tun. Also bis jetzt haben wir alle Bibelverse, die ich gefunden habe, die das Wort Fürbitte verwenden. Im Neuen Testament, die sprechen von Jesus, die sprechen vom Heiligen Geist. Die sind diejenigen, die für uns vor dem Vater stehen. Jetzt kommen wir zu der Bibelstelle, die ich euch versprochen habe am Anfang, dass ich sie auch aufgreifen werde und erwähnen werde. Nämlich die Bibelverse, den Bibelvers vom 1. Timotheus 2, von Vers 1 bis 4. 1. Timotheus 2, 1 bis 4. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagung darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ah, Reinhard, siehst du? Hier steht, dass wir Fürbitte tun sollen. Ja, hier steht's. Nur, was ich hier sagen möchte, ist einfach ein paar simple Punkte. Die Lehre, die Doktrin, wie wir es ausgeübt haben, die Praxis der Fürbitte, wie wir sie in den evangelikalen Christenleben gelebt haben, die hat für mich keine neutestamentliche Basis. Ich habe euch jetzt gezeigt, dass dieses Wort kommt nicht vor, indem wir ermutigt werden, so zu leben und es so zu tun. Es kommt für Jesus, für den Heiligen Geist wird es verwendet. Und hier steht es drinnen für uns. Okay, steht drinnen. Aber was habe ich euch immer wieder gesagt? Man kann nicht auf diese einzelne Aussage vom Apostel Paulus, für mich kann man nicht hier eine Lehre aufbauen, wie wir sie ja haben. Es ist ja eine starke Lehre über Fürbitte in den Gemeinden, die überall verbreitet ist. Die Christen, die haben ja eine tiefe Überzeugung von der Fürbitte. Und wenn ich jetzt eine Aussage nehme und sage, Fürbitte muss getan werden, weil hier ist eine Aussage, eine Tatsache, warum lehrt die Bibel nicht darüber, wie und wieso und wie oft und wann wir Fürbitte machen sollen? Wiederum, eine einzige isolierte Aussage dieses Wortes Fürbitte, das hier verwendet wird, kann ich nicht nehmen als Basis für eine Doktrin. Und zwar warum? Wie oft habe ich das erlebt, in meinen Jahrzehnten dem Herrn zu dienen, dass Doktrinen, Lehren aufgebaut wurden auf Basis von einer Aussage der Bibel. Und dann kommen die eigenen Leute drauf, die dieses in die Umwelt überhaupt in den Umkreis gesetzt haben, die dieses überhaupt im christlichen Kreis hineingebracht haben, dann kommen die plötzlich drauf, sie haben diese Bibelstelle missverstanden. Oder sie kommen drauf, das war im Urtext etwas anderes. Oder sie kommen drauf, das war in eine spezielle Kultur hineingesprochen, aber nicht für uns. So oft ist das geschehen. Und für mich ist 1. Timotheus 2 von Vers 1 bis 4 ist für mich nicht Basis genug, dass ich eine Doktrin, eine Lehre der Bibel aufbauen kann auf diese isolierte Bibelstelle. Und noch etwas, hier in diesem Kontext spricht sie gar nicht um eine generelle Art der Fürbitte, sondern der Kontext hier, der spricht ganz speziell, dass Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Und von dem her sollen wir die Haltung der Danksagung haben, des Gebetes für diejenigen, die in Obrigkeit stehen, damit wir das Evangelium in Ruhe und in Frieden predigen können. Mein lieber Freund, am Ende des Tages ist es so, wenn, wie immer du auch Fürbitte verstehen möchtest und verstehen magst, aber wenn das Gebet nicht im Herzen Gottes beginnt und durch dich ausgedrückt wird und zurückgeht zum Herzen Gottes, dann ist das Gebet nicht
korrekt gemäß dem neuen Bundes. Denn im neuen Bund beginnt alles mit ihm, alles mit dem vollbrachten Werk des Kreuzes. Darum, wenn er, der Geist Gottes, dich anleitet, um spezielle Gebete zu beten, aus dir auszudrücken, seufzend aus dir herauslassen, finde ich ja wunderbar. Nur mach du nicht derjenige, der sagt, ich bin der, der alles initiiert, sondern alles beginnt im Herzen Gottes. Und wenn es im Herzen Gottes beginnt, dann gib dich dem einfach hin. Und jetzt möchte ich dann zum Ende kommen, und zwar mit folgenden Dingen. Das ist mein allerletzter Punkt. Nachdem die Erde ja uns gegeben wurde, die Erde wurde den Menschenkindern gegeben, was sollen wir dann tun, wenn wir jetzt nicht ständig in Fürbitte stehen sollen? Was ist unsere Aufgabe? Was sollen wir dann tun? Leider, schau, mir ist das Papier ausgegangen. Ah, weißt du, was ich mache? Ich schreibe es hier auf die Tafel auf. Ich hoffe, wir kriegen das noch alles hin. So schön flott. Anstelle uns stundenlang irgendwelchen Fürbitten hinzugeben, Gott zu überzeugen, was zu tun. Hier ist unsere Aufgabe. Erstens, predige. Ja, predige das Evangelium. Deine Aufgabe ist es, hinauszugehen, das Evangelium weiter zu predigen, mit Kraft, mit Vollmacht, mit Liebe, mit Taten, mit Worten, mit Handlungen. Predige das Evangelium. Die Welt muss überzeugt werden, dass Gott sie mit ihr versöhnt hat. Gott muss nicht überzeugt werden, irgendjemand zu erretten. Zweitens, und das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt, mache Jünger. Mache Jünger. Was, ich muss Jünger machen? Ja, genau. Aber nicht deine Jünger. Und so viele Leute sagen, Rainer, gib mir einen Jüngerschaftskurs, produziere mal Material, das wir in der Hand haben, wo wir dann Jünger machen können. Kein Mensch hat dir je gesagt, du sollst Jünger von dir machen. Mach Jünger von Jesus. Wie kompliziert kann das denn sein? Du folgst Jesus und jetzt lehrst du den anderen Leuten, die du zu ihm geführt hast, auch Jesus nachzufolgen. Weißt du, die Jüngerschaftsprogramme, die ich irgendwo gesehen habe, für mich, da stellen sich mir die Haare am Nacken auf. Da wird Jünger von Menschen gemacht. Nein, mach Jünger von Jesus. Lehr sie zu halten, alles, was Jesus geboten hat. Das heißt, du führst Menschen zu Jesus durch das Predigen des Evangeliums und dann führst du sie ständig wieder zurück zu Jesus. Und die kommen zu dir und sagen, hey, was soll ich tun? Da sagst du, frag Jesus. Hey, was soll ich hier entscheiden? Frag Jesus. Hey, was ist dir die Richtige? Schau mir, was Jesus dazu sagt. Lerne die Leute Jesus, lehre die Leute Jesus nachzufolgen. Drittens, verbreite das Reich Gottes. Verbreite das Reich Gottes. Wie verbreiten wir das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist keine abstrakte, komplizierte Sache. Das Reich Gottes, das Königreich Gottes ist, wo Jesus Christus, der König, regiert. Das heißt, dort, wo es Armut gibt, was tust du da? Da bringst du Segen hinein. So bringst du das Reich Gottes. Dort, wo es Krankheit gibt, da bringst du Heilung. So bringst du das Reich Gottes. Dort, wo es Missmut gibt und Griesgrämigkeit, da bringst du die Freude des Heiligen Geistes hinein. Jedes Mal, wenn die Herrschaft Jesus Christus durch dich an einen Ort hineinkommt, hast du das Reich Gottes verbreitet. Viertens, Befehle. Befehl, ihr wisst es besser als ich. Weißt du, und das ist für mich viel mächtiger und kräftiger und autoritätsweisender, als irgendwelche Fürbitten Gott zu suchen, zu überzeugen. Hör von ihm und dann sprich diese Befehle aus. Was haben wir erlebt, indem wir das getan haben? Wir haben von Gott gehört und Gott sagt, sprich dieses aus. Ich kann mich erinnern, ein sehr enger Freund von mir, da war ein Hurricane war unterwegs. Und daher, und alle haben gebetet, Gott, stopp den Hurrikan, Gott. Und dieser Freund von mir, war ein sehr enger Freund von mir, und der Herr sagte zu ihm, geh raus vor deine Haustür und sprich zum Hurrikan. Und der tat das und der Hurrikan stoppte. Denk einmal, die Erde gehört uns. Wenn wir lernen, von Gott zu hören, mit Intimität mit Jesus zu leben und seine Befehle, die er uns eben als Herrscher über diese Erde aufs Herz gelegt hat, auszusprechen und zu deklarieren, so lernen wir auch, dass hier wird sich etwas verändern. Fünftens, liebe
mit Taten. 1. Johannes 3, Vers 18 sagt Folgendes. Meine Geliebten, liebet nicht mit Worten, liebt mit Taten. Geh hinaus und wo immer du hinkommst, liebst du mit Taten. Du gibst den Leuten Liebe, du zeigst den Leuten Liebe, du hilfst den Leuten, du nimmst der alten Dame einfach die schwere Tasche ab, du zahlst mal jemanden beim Supermarkt, der vor dir steht, die Rechnung. Wisst ihr, wie oft ich das gemacht habe? Einfach so, wenn ich durch das Leben gehe, ich spüre vom Heiligen Geist, die tun sich da vielleicht etwas schwer, sofort den Wink folgen und nach Vorlaufen und sagen zur Dame, zur Kasse, Entschuldigung, steck die Karte rein beim Bankomat, ich möchte Ihnen den Einkaufswagen voll bezahlen. Hör zu, sag nicht, du hast das Geld nicht. Bitte sag das nicht. Der das sät, der wird ernten. Viele von uns sind finanziell limitiert, nicht nur, weil wir nicht gelernt haben, im Glauben zu nehmen, weil wir nicht gelernt haben, im Glauben zu sehen. Ich habe es immer wieder versucht, in meinem Leben gegen Gott zu gewinnen, indem dass ich mehr sehe, als ich ernte. Das geht gar nicht. Wenn wir nur glauben könnten, wenn wir Taten der Liebe ständig sehen, werden wir auch ständig ernten. Und sechstens, handle gegenteilig. Und damit kommen wir zum Schluss. Und was meine ich damit, handle gegenteilig? Da, wo Hass ist, da liebst du. Da, wo Egoismus ist, da lebst du selbstlos. Da, wo Habgier ist, da lebst du Großzügigkeit. Da, wo Beleidigung ist, da lebst du Vergebung. Geh hinein in irgendeine Situation, egal in welche Stadt, in welchem Land, in welche Gemeinde du bist, an welchem Ort du bist, anstatt dich zu beschweren über dieses Chaos und versuchen, Gott zu überzeugen, das Chaos zu verändern, handle das Gegenteil. Wenn wir das tun würden, ich verspreche dir es, die Welt wäre schon ein anderer Ort. Mach du es dort, wo du bist. Weißt du, was ich oft gesagt habe? Wenn ein kleiner Österreicher ohne irgendwelche finanziellen Mittel in einigen Jahren so etwas aufbauen kann, wie hier aufgebaut, ja, ich weiß, durch den Herrn, ist mir völlig klar, ohne ihn kann ich nichts tun. Ist mir völlig klar. Aber ich möchte, dass ihr endlich mal alle aufwacht, die ihr mir zuhört. Wir warten alle auf das Wirken Gottes. Gott wirkt, Gott wirkt, Gott wirkt, Gott wirkt, Gott tut. Ich kann mich nicht erinnern an einem einzigen Augenblick, wo Gott zu mir gesagt hat, rein und baue Waisenhäuser. Ich kann mich nicht an diesen Auftrag erinnern. Ich habe die Not gesehen und ich habe zum Glück, oder Gott sei es gedankt, eine Theologie, die mir sagt, er hat alles getan, er braucht nichts mehr tun. Ich nehme und handle, ich nehme und handle, ich nehme und handle. Mein lieber Freund, wenn ich das deutschsprachige Volk aktivieren, motivieren, ermutigen könnte, aufhören, sich zu vergraben in einem Kämmerlein in der Fürbitte und rauszugehen und was zu tun, wir würden ganz anderes sehen im deutschsprachigen Raum. Raus mit allen von uns. Wenn ein kleiner Österreicher in ein paar Jahren ohne Mitteln, der damals kein Wort Portugiesisch sprach oder kaum ein paar Worte Portugiesisch sprach, hier etwas aufbauen kann, weil er verstanden hat, Gott braucht nicht mehr bejammert, ständig, was weiß ich, beschrieben werden, um was zu tun, sondern Gott sucht Menschen, die sagen, es ist vollbracht, Jesus hat es getan, machen wir es. Wir können unsere deutschen Länder verändern. Danke, dass ihr mir zugesehen habt, zugehört habt. Wenn euch das geholfen hat, verbreitet diese Nachrichten überall weiter. Wir vertrauen im Geist Gottes, dass er das tun wird, was getan werden muss. Danke und tschüss. Hallo meine lieben Freunde. Wenn euch dieser YouTube-Video gefallen hat, wenn ihr Dinge gelernt habt, wenn Gott euch dadurch berühren konnte und euch etwas mitteilen konnte und wenn ihr euch vielleicht fragt, gibt es andere Dinge, ist das alles, was hier von unserem Dienst vermittelt wird und weitergelehrt wird, dann möchte ich einfach nur darauf hinweisen, wir haben noch viele andere Dinge. Wir haben zum Beispiel ein Mentoring-Programm, wo jede Woche zwei ganz spezielle Lektionen nur aufgenommen werden für das Mentoring, wo es eine ganze Gemeinschaft gibt, wir nennen uns die Gemeinschaft ohne Beschränkungen, wo es
12-mal im Jahr 3-stündige Zoom-Meeting gibt, Live-Interaction mit den Leuten, die Teil des Mentorings sind. Wir haben auch ein wunderbares, großes Waisenhaus-Projekt. Wir haben einen Verein basiert in Kids Care. Wir haben auch ganz tolle andere Ressourcen, wie zum Beispiel eine Schule des prophetischen Übernatürlichen, auch jetzt in Deutsch. Wir haben auch dann einen Kurs aufgenommen, speziell über die, wie man in perfekter, vollkommener Liebe wandeln kann. Wir haben Bücher auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, wie viele meiner Bücher schon auf Deutsch übersetzt worden sind. Ich denke, 13 oder 14 sind es schon bestimmt übersetzt worden sind. Wenn du Interesse hast, einfach zu erfahren, was es sonst alles noch von mir gibt, klick einfach auf diesen Link und dann wirst du weitergeleitet auf unsere deutsche Seite, wo du sehen kannst, was es alles noch gibt. Herzlichen Dank fürs Anschauen und tschüss.